Möchte ich aber eigentlich nicht. Ich hätte jetzt eher gesagt, ich bringe ihm Lapias bei. Resist Blind ist natürlich nicht die beste Fähigkeit, aber die ist eigentlich ganz... Die ist nett. Die ist nett. Duran, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, das musst du wissen. Ja, ja, stimmt. Ich bringe ihm das aber jetzt bei. Oder doch nicht. Doch. So. Jetzt habe ich es ihm beigebracht. Verklagt mich doch. Jetzt habe ich wenigstens eine zweite Erdtechnik kann. Meine Güte, hat aber lange gedauert. A much beast. Da der ja aber auch Mistinia kann, kann ich ihm eigentlich was anderes beibringen. Ich würde ihm am liebsten, würde ich dem Typen hier, Limena beibringen. Aber ich mal gucke, was der für Fähigkeit... MP Recovery, Guts und Water Power. Gucken, was haben wir bei B? Ja, Sapiat. Magic Talent. Fewer MP needed for Magic. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Das ist eigentlich nicht schlecht. Was kann denn... Was ist denn Water Power? Lass mich mal eben kurz gucken. Water Power war noch mal... Guts. Was ist bei Water? Da. Resist all special attacks. Ja, ja. Wisst ihr was? Ich bringe ihn jetzt mal das hier bei und dann hat er Magic Talent. Ja. Warum nicht? Wir sind ja hier im Let's Play. Wir müssen ja ein bisschen nochmal ausprobieren, ne? Juhu. So. Zack, zack. So, da so kleine komische Viecher rumschwimmen. Und den kann ich noch mergen, nur ihn hier. Und er hat halt noch nicht das, was er haben soll. Der braucht die Fähigkeit Barides. Er merge ich den auch nicht. Nö, nö. Nö, nö, das mache ich nicht vorher. Nein, nein. Aber mache ich das jetzt? Doch, doch, Leute, jetzt überwerfe ich meinen vorherigen Plan. Let's Play spontan, würde ich sagen. Und ich werde jetzt Geld investieren für ein bisschen Heilung und dann gehe ich in den Erdwald und dann hole ich mir diese scheiß Barides-Fähigkeit. Und wenn ich den Boss dafür kloppen muss. So, wirklich. Heilung gekauft und rein da jetzt. Ich versuche möglichst schnell durchzukommen, ohne viele Gegner abschlachten zu müssen. Aber rein. Kann nicht sein. Ich will diese Barides-Fähigkeit haben. Ich will den mergen. Und dann... Nein, nicht Feuer. Bist du wahnsinnig. Erde. Groundwork. Groundwork. Work. Halt mal die Fresse mit deinem Englisch. Und dann will ich einfach drauf... Ich will den mergen und dann... Ja. Dann steht... Ich mach... Das kann nicht sein. Was will das? Was soll denn das? Und dann steht wahrscheinlich wieder eine Offscreen-Trainingsrunde an. Ich möchte das nochmal jetzt eine gewisse Zeit lang mit euch einfach mal ausprobieren. Wie das ankommt von wegen, ach, jetzt macht ihr das Offscreen, jetzt trainiert ihr den Onscreen. Wie das für euch so wirkt. Wenn das positiv wirkt, würde ich das vielleicht auch weitermachen. Ich selbst habe damit, ja, solange im Voraus klar ist, in welche Gebiete ich gehe, habe ich damit kein Problem. Und solange ich keine Events triggere, die wichtig sind, habe ich damit auch kein Problem. Dann ist das total wurscht. Ja, mach mal hier. Dann würde ich das auch wohl machen. Zwar nicht immer, weil ich euch das auch manchmal zeigen möchte. Aber ja, man kann es wohl machen. Jetzt habe ich gar nicht den Status von den beiden geguckt. Das können wir auch hier machen gleich. Ist eigentlich cool, ne? Raguls Attacke hoch und den Speed-Level ist auch noch hochgepackt. Ich kann euch schon mal verraten, da gibt es ja später eine Fähigkeit, die Angriff, Verteidigung und Speed auf einen Schlag erhöht. Das finde ich, das ist auch eine Mitrea-Fähigkeit, die ist auch super. Mitrea, muss ich sagen, sie alle anders. Ich sage immer Mitrea. Eine super Fähigkeit, muss man echt sagen. Also wenn man die hat, Respekt, dann kannst du das damit anstellen. So, jetzt wollen wir im Status gucken. Okay, der braucht noch 4. Das heißt, wenn ich dem jetzt so lange trainiere, wie es sein muss,
und ihm dann die A-Fähigkeit von seinem Wasserzauber beibringen kann, dann hat er sein Maximum erreicht. Dich wollte ich jetzt nicht. Obwohl, du bist auch bald soweit, ne? Ja. Und er hat jetzt ein bisschen was dazu gekriegt, ja. Da fehlt aber auch noch ein bisschen was. Aber gut. Gut, das erst später im Verlauf spielt. Jetzt geht es erstmal darum, durchzukommen hier. Ausschau halten, mach die Augen auf. Überall mal reingehen, vielleicht gibt es noch irgendwo was. Was eigentlich überall gucken gehen. Vielleicht ist irgendwo noch ein Kalman drin oder hat sich versteckt. Mal gucken. Aber hier im ersten Wald scheint nichts mehr zu sein. So. So. Ja. Du stehst da äußerst ungünstig, du Blödmann. Das ist der Mantelheini, der mir die HP auf die Hälfte reduziert. Der sollte da weg. Den muss ich jetzt nicht unbedingt... Bäh. Okay, der springt hier lang. Das heißt, ich stelle mich einfach hier hin und warte. So, ich warte jetzt. La 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 und tschüss. Ausgetrickst. Du Noob. Groundwork 2. Ach, guck mal, da oben ging es noch weiter, da links. Oh, gar nicht alles rausgefunden. Das geht aber nicht. Ein Kalmar. Sie sagt ja, man muss überall immer noch mal wieder reingucken. Die können überall wieder auftauchen. Ich muss eigentlich mal auf Kalmar-Jagd gehen, wa? Musch. Ach, Musch. Ja. Ah, der kann dieses Safe-Up-Gedöns, ne? Ja, ja. Also seine Energie aufsparen und dann musst du so draufhauen. Ja, Safe Up B. Heißt auch immer Safe Up, egal ob es E, D oder S eigentlich ist. Immer Safe Up. Safe Up. Ist eigentlich so ein bisschen wie ein Pokémon Geduld. Lädst Energie und dann nächste Runde hauchst du drauf. Power Punch. Aber egal, wir vergleichen hier Erbsen und Möhren vergleichen wir hier. Was? Moment. Der geht irgendwie anders. Apfel und Birnen war das, ne? Ich mag Birnen. Ja. Birnen sind lecker. Aber ich glaube, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Was haben wir denn hier jetzt noch? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach so, ich habe nur den Weg geschlossen. Na gut. 100% sitzt der da im vierten Dungeon irgendwo im letzten Eckchen. 100% sitzt dieser blöde Broggel und macht sich gemütliches Leben. Komm her, krieg dich ausgetrickst. Moment, hier ist schlecht. Nein, hier ist schlecht. Ah, hier ist schlecht. Ah! Boah, ich bin spät gesehen. Ach, du Schande. Das geht gar nicht, klar. Und hier gab es, glaube ich, die. Oh, Scheiße, wir sind jetzt hier. Nein! Du schon wieder! Und bist du doof? Ich will nicht! Ja, ja, komm, sabbel nicht. Und man kann es nicht mal ja oder nein klicken, dann musst du gegen die kämpfen, ey. Ach, du Scheiße, was hast du da denn jetzt zusammengebastelt? Attacke? Aber die können doch alle wieder Barides sehen. Hier lockt schon gar nicht mehr wen er angreift, dann kriegt er doch nichts. Zumindest die Mitte weg. Baridia! Warum bringt man seinen Viecher zweimal? Zweimal Baridia bei? Ist doch lächerlich. Das bringt doch nichts. Nee, das mache ich nicht. Die wechselt jetzt auf Feuer. So, ja. Oh, Burn Attack. Einfach mal aus der Reihe schlagen, ne? Jawoll.
Ist immer gut, dass wir wenigstens durch ein Agnite-Feld das Ding wenigstens. Und die halten kaum was aus. Das ist noch schöner. Das gefällt uns doch. So, dann dürfen die nochmal drankommen. Dann heile ich und dann kommen wir mal drauf. Melapias! Melapias, wo noch irgendwann mal nützlich sein wird. Ich weiß auch nicht, wie lange ich es noch überhaupt noch drin haben werde. Ich kann es nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Ich würde jetzt gerne heilen, aber ich habe Angst vor diesem Soldona. Oder Solis. Macht die Switch gar nicht mehr. Gut. Wow, 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 wow. Wenn sie alle angegriffen hätte, wäre er weg gewesen. Nein, nein, mach ich nicht. Wie die MP von meinen Viecher. Ich kenne das. Ich muss ja ehrlich sagen, ich kenne das gar nicht mehr. Von meinem Privatspielstand hier ist das so, da sind MP gar kein Problem. Null. Aber auch gar kein Problem. Da ist MP, da kannst du drauf scheißen. Weil die so viel davon haben, dass die einfach nie leer gehen. Und falls es wirklich mal zu einem Ausnahmefall kommen sollte, dann habe ich auf meiner Wasserseite immerhin noch einen, der mir mit der S-Fähigkeit von den T-Shows, die ich euch gesagt habe, einfach mal eben wieder ordentlich MP zurückschießt. Dann reicht das. Dann komme ich damit wieder klar. Aber das? Da muss ich mich echt erst wieder reinfuchsen, dass ich so wenig MP habe. Oh, hey, du hast da gemacht, du. Doch, das ist leider der Weg, der für mich hier endet. This is the way. Who ends? Aua! Oh, mit der Schere ins Gesicht geschlagen. Wie fies. Warum bist du jetzt schneller? Das Beschiss. Jetzt krieg ich auch noch Damage hier. Aua, schon wieder mit der Schere ins zweite Auge gepuncht. Und jetzt hause weg. Einfach weg. Hey, gewonnen. Woo, sind wir toll. Wir haben keine MP mehr übrig. Deswegen muss man auch in den Erdforests immer aufpassen, in welchen Ogrewein man läuft, weil verdammt nochmal überall Choco rumläuft. Überall. Geistert die rum. You're really tough. Oh, Kahu, I can't stand it. Der Happy Backbook wäre toll. You're not using one of those game enhancer things, are you? What's that? I'm not using anything like that. I see. Those kind of cheat tools are getting popular lately. So, what about those cheat tools are... Oh, that's okay, that's okay. Battles really need to be fought fair and square, you know. Oder halten die sich erstmal über Cheat-Module und weiß ich. Auch nicht schlecht. Ja, da hat die gute Choco aber ganz recht. Für den Arsch, ey. Cheater an die Wand. Gar nicht klar. Wem Cheat schwer. Ich habe letztens noch so ein richtig schönes Zitat gehört. Von irgendeinem Gamer. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Bei jedem Cheat schrumpft der Schwanz um 5 cm. Also haben Cheater. Ja. Könnt ihr euch selbst ausmalen, ne? Ich sehe kaum was hier in dem ollen Gebüsch. Was ist das hier? Nix. Den Spruch fand ich sehr gut und kann ich auch so nachempfinden, weil... Ne. Cheaten geht gar nicht klar. Da komme ich durch. Jawohl. Absoluter Dreck. Entschuldigung, aber... So was macht man nicht. Warum sollte man das auch machen? Ich meine hier... Wie würdet ihr das denn finden? Wenn ich jetzt hingehe... Hier in Yarnkuchen 2 oder was weiß ich... Und er cheate mir einfach mal eben den besten Drachen. Oder die besten sonst was, weiß ich nicht alles. Würde ich mir alles entschieden. Würde ich mir alles entschieden. Habe ich auf einmal da. In der nächsten Aufnahme gesagt, würde ich dann sagen, ach ja, ich hab das so und so gemacht. Ich hab jetzt einfach mal die Stärksten, ihr habt das nur nicht gesehen. Genau, würde ich auch sagen, yo, alles klar, du Pappkopf, ey. Abo weg. Daumen runter. Cheat, Assi. Und auf ewig verfluchen. Geht gar nicht, geht absolut nicht.
Ich sag ja mal, ich finde das, wenn man jetzt so wie ich hier gerade mal mit YouTube arbeitet und im Internet tätig ist, geht das absolut nicht. Ich meine, ich habe auch schon mal und jetzt gebe ich was von mir preis. Jeder von uns wird schon irgendwann in seinem Leben mal Cheats benutzt haben. Allein, weil es so einen Spaß macht, bei GTA San Andreas zum Beispiel. Gebe ich zu, habe ich Cheats benutzt manchmal. Klar, nachdem du die Story durch hast und sowas, dann stehst du da, was machst du jetzt? Und dann cheatest du dir einfach mal eben so einen Rhino-Tank und bretterst durch die ganze Welt und machst alles platt. Und keiner hält dich auf. Das ist eigentlich das Muster. Also ich habe gesagt, komm, das machst du jetzt mal. Und das war so geil. Hat so Spaß gemacht. Scheiße.